Die Radical Darts Thunder League ist eine ganz neue E-Dart-Liga mit dem Besten, was Österreich zu bieten hat in Sachen elektronischen Dartsport. Erstmals macht die Serie dabei Stopp in Salzburg. Austragungsort ist das Cielo in Wals. Unter den zahlreichen Topspielern gibt's auch 5 Salzburger, die die Ehre haben, dabei zu sein. Darunter Doppelweltmeister 2018 in Südkorea Sinan Omerovic, der Überraschungsmann Fethi Kaya, das Salzburger Original Helmut Dü, der frischgebackene Dritte beim Turnier in Las Vegas Pero Lubic und sein Vereinskollege sowie Welt- und Europameister Jasko Beganovic. Doch auch in der Jugendserie gibt es 2 Salzburger. Einer davon ist Fabian Stütz, der nach 4 Spieltagen die Tabelle anführt. Auch nach 2 Siegen an diesem Spieltag. Ja, sehr gutes Gefühl. Also ich bin stolz drauf. Beim letzten Leg, nachdem ich erst einmal die 180 gespielt habe, habe ich mir gedacht, das könnte mein Leg werden. Und dann habe ich einen 177er noch dazu geschmissen und dann habe ich mir gedacht, das ist fix mein Leg. Im Bereich der Erwachsenen sieht es bei den Salzburgern ähnlich gut aus. So können sowohl Fethi Kaya als auch Jasko Beganovic ihre beiden Spiele gewinnen. Speziell Fethi Kaya überzeugt dabei mit seinem Finish. Ja, aber war richtig. Heute war es sehr knapp. Auf 2-mal Innenbullcheck hätte die nicht gehabt, wäre es glaube ich dann anders gewesen. Schränke super gespielt. Boah, das war heute Hammer. Und Helmut Dü mit einem Unentschieden sowie Sinan Omerovic können auch jeweils einen Erfolg für sich verbuchen. Einfach probiert, dass ich reinkomme wieder, weil erste Leg mache ich gar nichts aus. Brauche ich 2 Runden rein und dann habe ich Glück gehabt, dass ich checken konnte. Und dadurch, dass ich nicht so optimalen Tag habe heute mit Check auch und runterspielen, habe ich auch Glück gehabt, dass der Gegner ein bisschen geschwächelt hat. Der Top-Favorit Pero Lubic versäumt diesen Spieltag aufgrund des internationalen Turniers in Las Vegas und rutscht daher in der Tabelle etwas nach hinten. So gibt's folgende Zwischenstände. Jasko Beganovic belegt Rang 1, dicht gefolgt von Fethi Kaya auf Platz 3, der 2 Spiele weniger absolviert hat. Pero Lubic steht auf Platz 4, Sinan Omerovic auf Platz 6 und Helmut Dü liegt etwas weiter zurück mit dem Zwischenrang 16 von 20. Der nächste Spieltag in Salzburg ist am 15. November im C'est la vie Schweiger in der Itzlinger Hauptstraße.